So, starten wir mit dem Jingle. Ja, ein herzliches Willkommen an alle, die hier live bei uns dabei sind. Wir sind schon, ja, bald gehen wir auf den 20er zu. Und natürlich auch an alle, die sich später das Video danach ansehen werden. Ganz besonders möchte ich aber Herrn Michael Geleicht hier unter uns begrüßen. Buchautor, Lehrbuchautor, Selbstlehrer. Aber bitte erzählen Sie gleich ein bisschen mehr zu sich selbst. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen aus Freiburg an diesem Abend. Ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin hier in Freiburg am Goethe-Gymnasium Religionslehrer seit 8 Jahren. Zuvor war ich lange Jahre in Karlsruhe als solcher. Unterrichte ausschließlich katholische Religion. In den letzten Jahren war ich auch einige Jahre am Institut für Religionspädagogik der Erzdiözese Freiburg. Und in diesem Zusammenhang hat sich das einfach ergeben, dass ich das, was ich in der unterrichtlichen Praxis an Erfahrungen habe sammeln können, auch in dem Bereich der Schulbuchproduktion mit habe übertragen können. Und so gibt es eine ganz gute Spannung zwischen dem, was ich im Unterricht erlebe und an Erfahrungen mache und was in den Unterrichtswerken dann sich niederschlägt. Entsprechend auch in Fortbildung und heute Abend. Gut, danke. Bevor Sie loslegen dürfen, möchte ich für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch ein paar organisatorische Infos geben. Prinzipiell seid ihr alle mal stumm geschaltet, das heißt, ihr habt gar nicht die Möglichkeit, etwas zu sagen. Ihr habt aber rechts oben in der Symbolleiste so ein Männchen, das aufzeigt. Und wenn ihr darauf klickt, kriege ich eine Nachricht und kann euch freischalten. Dann könntet ihr euren Ton und eure Webcam, wenn ihr sie habt, aktivieren und könntet hier so live in die Diskussion mit einsteigen. Wir werden immer wieder auch mal Pausen einlegen, wo Zeit für Fragen ist. Und da ist es dann durchaus möglich, dass jemand sich auch mit Ton bzw. gegebenenfalls auch Bild mit einschaltet. Gut, soweit mal das Organisatorische. Wenn es sonst noch Fragen gibt, einfach in den Chat schreiben. Ich habe ja genügend liebe Kollegen hier, die sich gut auskennen und dann auch mithelfen können. Bitte, Herr Michalke, starten Sie mit Ihrem Vortrag. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, was ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte, das ist unter anderem eben auch ein Ergebnis meines Unterrichtes, ein Teil des Unterrichtes, wie ich ihn im letzten Juli an meiner Schule durchgeführt habe mit einer 9. Klasse. Aber vorneweg habe ich einige Folien vorbereitet, die Ihnen auch ein wenig dieses Konzept, für das ich stehe, von kompetenzorientiertem Unterricht, Religionsunterricht, anschaulich macht. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt gerne diese Dinge ein wenig vorstellen. Sie fragen einfach dazwischen, melden sich, ich werde Pause machen, wenn es sich anbietet, sodass wir darüber uns austauschen können. Ich habe drei Bereiche, drei Abschnitte vorbereitet. Einmal habe ich es tituliert mit Einsichten, einmal mit Sehhilfen und einmal mit Aussichten. Sie sehen also, es kommt auf das Schauen an, auf die Perspektive, die es einzunehmen gilt, und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen: Einsichten. Wenn Sie sich vorstellen, ein Lehrerzimmer. Sie kommen morgens in dieses Lehrerzimmer Ihrer Schule. Das ist jetzt hier ein Lehrerzimmer irgendeiner Schule, das ich gegoogelt habe. Und Sie treffen den Kollegen Meier und er fragt Sie: Und was machst du in deiner 7. Klasse? Dann werden Sie vielleicht antworten: Ja, ich bearbeite die Propheten, oder ich habe mich da und darauf vorbereitet, dass wir den Amos anschauen oder wie auch immer. Oder es fragt Sie der Kollege, die Kollegin Müller: Was machst du heute in deiner 9. Klasse? Und dann sagen Sie: Ja, ich habe das Thema Gewissen vorbereitet, das steht für mich heute an. Oder in der Kursstufe, in der Oberstufe, in der 11. oder 12. Klasse zum Thema Anthropologie machen Sie
ebenfalls entweder Gewissen oder ein anderer in diese Richtung, sagen wir mal Feuerbach. Der passt ja dort auch. Was immer Sie auf diese Weise zu hören bekommen oder selber sagen, ist ja in gewisser Weise schon, ich will nicht sagen verräterisch, aber gibt Auskunft darüber, wie auf den Unterricht geschaut wird. Nämlich in der Weise, dass Sie sich, und das ist sicherlich richtig und korrekt, dass Sie sich vorbereiten und dass Sie den Unterricht verantwortlich durchführen. Aber, und deswegen habe ich das auch bewusst hier so an drei Beispielen durchgeführt, es ist ja so, dass eigentlich die Schülerinnen und Schüler die Akteure des Lernens sind. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, der findet sich in diesem Zitat von Johann Amos Comenius. Erstes und letztes Ziel unserer Didaktik soll es sein, die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, bei welcher der Lehrer weniger zu lehren braucht, die Lehrer weniger zu lehren brauchen, die Schüler dennoch mehr lernen. Das verstehe ich unter didaktischen Perspektiven. Das heißt also, die Aufmerksamkeit darauf richten, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu stärken und das Lehren der Lehrerinnen und Lehrer nicht beiseite zu schieben und auch nicht zu minimieren, aber zumindest nicht mehr so massiv in den Vordergrund zu stellen. Studien ergeben und zeigen, dass 2/3 der Unterrichtszeit durch Lehrer und Lehrerinnen bestimmt sind, durch die Sprechanteile ihrer. Und 1/3 der Sprechanteile liegt bei den Schülerinnen und Schülern. Unterricht wird auch seitens der Schülerinnen und Schüler nicht selten so verstanden, dass sie sich zurücklehnen und sagen, Lehrer, dann jetzt mach mal. Comenius hat unterschieden zwischen der Didaktik, der Kunst des Lehrens und der Mathetik, der Kunst des Lernens. Und ich möchte von einem mathetischen Wechsel sprechen oder von einer mathetischen Wende, nämlich in der Weise, dass wir das Lernen der Schülerinnen und Schüler stark machen. Im Referendariat, in der Ausbildung als Lehrer, als Lehrerin, sind wir alle sehr darauf getrimmt, didaktische Analyse, Vorbereitung etc., PP, Medien und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber der Teil, der eben auch eine Rolle spielt, nämlich das Lernen der Schülerinnen und Schüler, ist zumindest in der Gefahr, dass es oftmals hinten herunterfällt. Also es wird die Lehrertätigkeit fokussiert bei den Lehrproben allemal. Wenn man sich das anschaut, wie das vorbereitet wird, dann ist das, worauf es ankommt, das ist natürlich die Profession. Aber es geht ja doch um das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Heinz Klippert hat es mal so formuliert, Lehrerinnen und Lehrer arbeiten zu viel, Schülerinnen und Schüler lernen zu wenig. Ich möchte Sie einladen, auffordern, arbeiten Sie weniger, lassen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mehr lernen. Ein Konzept, wie ich es vertrete, für den kompetenzorientierten Religionsunterricht, wäre eine Chance gegeben. John Hetty ist einer, der in den letzten Jahren sehr stark von sich reden hat lassen, nämlich durch seine bedeutende Forschungsergebnisse und durch seine bedeutende Studie, die er in dem Buch Visible Learning zusammengestellt hat. Und er hat es einmal so auf den Punkt gebracht, dass er gesagt hat, if the teacher's lens can be changed to seeing learning through the eyes of students, would be an excellent beginning. Wir sagen, bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichtes kommt es darauf an, durch die Augen oder mit den Augen der Schülerinnen das Lernen, das Unterrichtsgeschehen, den Lernprozess anzuschauen. Dieses Buch ist Anfang des Jahres ins Deutsche übersetzt worden. Obwohl die Wissenschaftssprache ja eigentlich Englisch ist, aber offensichtlich schien es auch den Herausgebern, dem Herrn Beirel und dem Herrn Zierer, wichtig, dieses Werk auch im deutschen Sprachraum noch stärker zugänglich zu machen und auch die Debatte darüber. Donetti hat ja über 80.000 Studien, 400 Metastudien
mit 25 Millionen Schülerinnen und Schülern, die daran beteiligt waren, insgesamt untersucht und habe danach gefragt, was macht eigentlich die Qualität von Unterricht aus? Und für ihn ist die Erkenntnis, kommt daran, die Schülerinnen und Schüler und ihre Perspektive mehr wahrzunehmen und das Lernen sichtbar zu machen, deren Lernprozesse sichtbar zu machen. Also nicht Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer zu bleiben und daran zu arbeiten und zu modellieren, wie kann ich als Lehrer noch meine Aktivitäten verbessern, sondern wie kann ich die Schülerinnen und Schüler kompetenter machen, sich Kompetenzen erwerben. Ein kleiner Exkurs. Sie sehen hier eine Grafik, die veranschaulichen kann, wie es ausschaut in unserem Nervenkostüm, in unserem Gehirn. Sie sehen die Synapsen, die da miteinander aktiv sind. Und weswegen ich das eingeblendet habe, ist ja auch den Zweig in der Forschung, der sich mit dem beschäftigt, wie das Lernen auch physiologisch, neurologisch funktioniert. Und die Einsichten aus diesem Bereich, die finden sich wie folgt oder lassen sich wie folgt benennen. Schülerinnen und Schüler lernen dann am besten, wenn sie verlässliche Beziehungen haben, auf die sie bauen können. Wenn das Lernen gekennzeichnet ist von positiven Emotionen, also eine schwarze Pädagogik oder eine Pädagogik, die darauf baut, möglichst viel Irritation zu schaffen oder möglichst viel Respekt zu erzeugen oder gerade autoritär, das funktioniert natürlich nicht. Hilfreich ist der Aspekt der Selbststeuerung. Das kann jede nachvollziehen. In dem Augenblick oder in dem Maße besser gesagt, in dem ich selber Entscheidungen treffen kann, welchen Weg ich gehen will, welche Wahl ich treffe, in dem Augenblick habe ich ein größeres Autonomie und ein größeres Empfinden von Selbstwirksamkeit und kann dann auch mit dem, worum es geht, mit dem Thema in Kontakt kommen. Ich verwende immer gerne das Bild der Lernlandschaft, der Reise durch eine Landschaft, in der ich unterwegs bin, Erfahrungen sammle und lerne. Wenn mir jemand vorschreibt, heute gehst du auf den Berg, obwohl ich eigentlich an das Meer will, dann ist das für mich ja schon mal klar, dass ich da einen Widerstand aufbaue. Wenn ich allerdings mir selber aussuche, ich will ans Meer, also kann ich auch dorthin und ich gehe dorthin, dann habe ich die Möglichkeit oder bin ich eher dran, näher dran, an dem, was mein eigenes ist. Bedeutsamkeit ist ein Wort, das nicht zu verwechseln ist mit oder mit der Formulierung, wozu brauche ich das? Das wird ja oft verwechselt, dass Schülerinnen und Schüler fragen, wozu brauchen wir die ökonomischen Formeln? Das interessiert mich nicht. Sie haben in gewisser Weise recht, aber Bedeutsamkeit ist nicht die Funktionalisierung oder Instrumentalisierung von Bildung, sondern kommt darauf an, dass Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Weise, das kann auch negativ sein, in irgendeiner Weise mit dem Thema, um das es geht, in Kontakt kommen. Vielleicht lässt sich das sogar analytisch, psychoanalytisch so formulieren, dass Sie sagen oder dass wir sagen, es braucht eine libidinöse Besetzung. Also das Thema muss in irgendeiner Weise mich angehen. Das kann, wie gesagt, positiv und negativ sein. Und wenn dieser Kontakt da ist, wenn eine Auseinandersetzung sich einstellt, dann ist die Bedeutsamkeit gegeben. Lerntechniken sind wichtig, auf jeden Fall, lange Zeit verpönt, im Religionsunterricht kaum gebräuchlich. Wiederholungen, Strategien zum Lernen, das sind Dinge, die wir auch im Religionsunterricht sicherlich noch wieder neu oder mehr in den Blick nehmen können. Und die Erfahrung machen Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Unterricht. Struktur. Mir scheint, dass Schülerinnen und Schüler, wie wir sie als Zeitgenossen, Zeitgenossinnen haben, derart vielen Einflüssen ausgesetzt sind, dass es ihnen gut tut, wenn wir in der Schule ihnen anbieten, eine Struktur, die ihnen hilfreich ist zum Lernen. Schülerinnen und Schüler fragen ja sehr stark, was
soll ich jetzt tun und was ist jetzt wichtig? Ich glaube, es ist gut, diese Fragen auch ernst zu nehmen. Das hat nichts mit Fremdbestimmung zu tun. Es lassen sich ja auch kommunikativ die Dinge einholen und gemeinsam das Setting des Unterrichts bestimmen. Aber als jemand, der den Unterricht verantwortet und für das Classroom verantwortlich ist, ist mein Job, ihm diese Strukturen zu bieten. Vielleicht so weit bis dahin. Ich frage einfach mal in die Runde, ob es irgendwelche Fragen, Rückfragen oder Anmerkungen gibt. Möchte sich jemand zu Wort melden? Ja, Andreas Zimmer. Andreas, es sollte schon gehen. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu, ich höre dich nicht. Okay, vielleicht möchte inzwischen noch jemand. Ja. Jetzt komme ich, ich komme. Ah, Bingo. Jetzt, Herr Michael Geleicht, eine Frage. Mir ist nicht ganz klar, diese psychoanalytische, wie haben Sie es genannt, dieses Andocken. Ja, liebe Gänsebestimmung, ja. Genau, so ein schönes Wort. Da verbirgt sich vielleicht noch mehr dahinter, als ich jetzt. Leiser. Ja, okay. Also ein bisschen leiser. Ich rücke ein bisschen auf Ja, Abstand. danke. Danke. Können Sie das noch etwas, na, wie soll ich sagen, noch mal klarer formulieren, was sich Ihrer Meinung nach dahinter verbirgt? Ich höre das ganz positiv. War vielleicht noch mal klarer. Ja, auf jeden Fall. Okay, danke der Nachfrage. Ich will das gerne versuchen. Der Grund, warum ich diese Formulierung gewählt habe, liegt vor allem auch daran, also liegt auch mal daran, ja, sehr schnell dem kompetenzorientierten Bericht Konzepten, die ähnlich sind, vorgebracht wird. Sie würden Bildung instrumentalisieren für ökonomische Zwecke, für gesellschaftliche Zwecke. Und um deutlich zu machen, dass das gerade nicht der Fall ist, sondern es ist eine Situation der Schülerinnen und Schüler gibt, habe ich in diese Richtung geschaut und ich habe gelernt, auch in meiner eigenen Unterrichtspraxis, dass meistens die produktiv, wenn da Kontakt, ein persönlicher Kontakt zum Thema im Spiel. Mich liegt es nahe, dass auch unter dieser Perspektive, das ist auch eine Perspektive, mich anzuschauen, um zu sagen, ja, das ist eine Lebensart, da ist eine, die auch für die fruchtbar gemacht werden kann. Also ich will das gar nicht zu sehr vertiefen. Vermutlich ist, ich bin ja kein Fachmann, kein Psychoanalytiker. Für den einen oder anderen das auch zu schwach. Mir ist es an der Stelle nur wichtig, deutlich zu machen, Bedeutsamkeit, so wie sie als Ergebnis der Lernforschung identifiziert wurde, nicht gleichzusetzen mit Instrumentalisierung. Und in diesem Sinn eine Abgrenzung dahingehend, dass ich sage, das hat was mit dem eigenen Inneren zu tun. Mit der eigenen inneren Stelle zu tun. Und die kann ja eben auch positiv wie negativ sein, wenn mich etwas aufregt, wenn ich mit irgendetwas, an dem ich jetzt gerade zu tun habe, überhaupt nicht klarkomme, dann habe ich eine Chance,
Da kann ich ansetzen. Da ist ein Kontakt. Der Gegenbegriff wäre dann Langeweile, Gleichgültigkeit, Apathie. So mal in aller Kürze. Vielen Dank. Bitte. Wir werden versuchen, dass wir das dann später aufnehmen, okay? Okay. Folie aufrufen und einfach weitermachen. Die Ergebnisse, auf die ich mich berufe, sind zum Beispiel von Joachim Bauer hier aus Freiburg, der ist hier in der Psychiatrie ein sehr renommierter Neurowissenschaftler. Vielen von Ihnen ja bekannt sein wird. Oder eben auch von oder Andreas Müller aus der Schweiz, Lernforscher, die auf ihre Weise oder auch eben Neurowissenschaftler, die auf ihre Weise in deren Ergebnisse konvergierend in diese Richtung reisen. Also, ich habe den Begriff ja schon erwähnt. Ich stehe für einen didaktischen Perspektivenwechsel vom Lehren der Lehrerinnen und Lehrer zum Lernen der Schülerinnen und Schüler zu schauen. Das bedeutet nun nicht, dass das Lehren obsolet wäre. Man könnte Schüler in die Klasse, Tür zu, jetzt lernt vor euch hin. Natürlich ist die Person der Lehrerin, des Lehrers nach wie vor bedeutsam und wichtig. Das ist gut. Aber eben in der Weise, dass sie zurücktritt und dem Lernen der Schülerinnen und Schüler mehr Raum gibt. Vielleicht ist das auch in Münster-Ehedem, Herr Lohrer, Sie werden sich erinnern, in Münster-Ehedem gewissermaßen präsentiert bekommen. Wir waren im Franz-Hitze-Haus in Münster und da gibt es einen Oscar-Romero-Saal und ich selbst war auch mal in Lateinamerika und habe mich sehr engagiert dort im Rahmen der Theologie der Befreiung, beziehungsweise in den Basisgemeinden. Und da ist mir die vorrangigen Armen, wie sie in Medellin und Puebla formuliert wurde, in den Sinn gekommen, die ja eben auch in den Texten eine vorrangige Option. Das wird selten zur Kenntnis genommen und das ist tatsächlich so. Und ich habe mir einfach mal erlaubt, diesen Begriff zu adaptieren und möchte einladen und mich stark machen für eine vorrangige Option für das Lernen. In diesem Sinn, dass das eine Haltung ist, mit der ich an den Unterricht herangehe. Dafür braucht es meines Erachtens Sehhilfen, also solche Hilfen, Unterstützungstools, Module, die uns, ich spreche jetzt mal im Plural, die uns unterstützen, diesen Perspektivenwechsel tatsächlich auch vorzunehmen. Und zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hat ein Sammelband herausgegeben, kompetenzorientiert unterrichten, im Küssel Verlag erschienen, letztes Jahr in der zweiten Auflage oder zu Beginn dieses Jahres
Jahres in der zweiten Ausgabe auch nachgefragt zu sein. Und in diesem, das ist jetzt also der zweite Punkt, in diesem Band sind folgende Sehhilfen für den didaktischen Perspektivenwechsel als Grundmodell vorgeschlagen. Ich würde Ihnen gerne jetzt diese 10 Punkte, die Sie hier sehen, kurz vorstellen. Vor allem aber möchte ich zu Beginn deutlich machen, dass es, obwohl es jetzt in eine Reihenfolge durchnummeriert ist, auf gar keinen Fall so gemeint ist, dass das jetzt konsekutiv bearbeitet werden müsste. In dem Sinne, dass Sie einen Schritt nach dem anderen aufbauend erst 1, dann 2, dann 3 abarbeiten müssten. Auf keinen Fall. Mendel hat dieses Buch, also der Passauer Religionspädagoge, der Katholische, hat dieses Buch kompetenzorientiert unterrichten besprochen und hat an einer Stelle mal in den katechetischen Blättern davon gesprochen, dass das etwas überorganisiert sei. So möchte ich es eigentlich nicht verstanden wissen, sondern ich möchte es eher verstanden wissen. Es sind verschiedene Aspekte, die mal so eine Rolle spielen und die auch unterschiedlich gewichtet werden können. Gleichwohl, und das ist vielleicht doch ein Punkt, an dem es losgeht, das Thema, nämlich die Frage, was steht im Mittelpunkt des Lernens, das sollte schon der Ausgangspunkt sein. Mir scheint nämlich, dass das auch in der Perspektive der Schülerinnen und Schüler der primäre Ansatzpunkt ist. Wenn die nämlich nach Hause kommen und gefragt werden, das habt ihr heute in Rallye gemacht, dann werden die nicht sagen, ich habe meine kommunikative Kompetenz geschult oder wir haben unsere Solidaritätskompetenz intensiviert, sondern die werden sagen, ja, heute früh haben wir Paulus thematisiert oder wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn wir uns zum Thema Anthropologie mit der Freiheit oder mit den Leitbildern der Menschen befassen. Also es geht hier nicht darum, dass wir Kompetenzen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen, obwohl es um den kompetenzorientierten Unterricht geht, sondern dass wir am Thema bleiben und den Schülerinnen und Schülern ein Thema anbieten, beziehungsweise mit ihnen eins vereinbaren. Ein zweiter Punkt, der in diesem Zusammenhang bedeutsam ist, sind Lernanlässe. Gabriele Obst, die evangelische Kollegin aus Bielefeld, hat ja dazu in ihrer Veröffentlichung zur Kompetenzorientierung den Begriff oder das Instrument der Anforderungssituation eingebracht in die Debatte. Ich spreche hier von Lernanlässen, um auch für Schülerinnen und Schüler deutlich zu machen, dass das für sie ein Grund ist, ein Anlass sein kann, dem Lernen nachzugehen. Ich will an dieser Stelle keine Beispiele nennen, das wird nachher noch in einem konkreten Unterrichtsbeispiel deutlich, das ich vorbereitet habe oder Ihnen, das ich zur Dokumentation aufbereitet habe. Der nächste Punkt, das Lernvorhaben, ist gewissermaßen das gesamte Paket, mit dem ich es zu tun habe. Was möchte ich, dass das Schülerinnen und Schüler können? Dahinter verbirgt sich die Frage nach den Kompetenzen, ja. Aber es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt die einzeln durchbuchstabiere, sondern dass ich wirklich mir überlege, was soll eigentlich für die Schülerinnen und Schüler am Ende herauskommen? Die Andock-Situation an die in den Bildungsplänen formulierten Kompetenzen, die wird sich ergeben. Das ist meine Erfahrung. Im Grunde sind die Kompetenzformulierungen der Bildungspläne ja bisweilen ziemlich holzschnittartig oder sperrig. Wenn ich mich befrage bei der Vorbereitung des Unterrichtes, worauf es hinausläuft für die Schülerinnen und Schüler, nicht welche Inhalte ich unbedingt haben will, sondern worauf es für sie hinausläuft oder hinauslaufen kann, dann bin ich dabei, was Lernvorhaben meint. Übrigens stellen Sie schon fest, wenn Sie alle 10 Punkte anschauen, ausgenommen das Thema, dass Sie immer das Präfix Lern vor jedem der Worte haben. Das ist natürlich nicht unabsichtlich, sondern soll eben verdeutlichen, dass das Lernen der Schülerinnen und Schüler auch im Mittelpunkt steht. Das Lernarrangement, der nächste Punkt hier, ist gewissermaßen das gesamte Setting dessen, was mir als demjenigen, der Verantwortung hat für den Unterricht, auch aufgegeben ist,
zur Vorbereitung, zur Begleitung, zur Organisation, zur Aufbereitung. Was braucht es, damit Schülerinnen und Schüler am beschriebenen Thema, ausgehend von diesem Anlass, in diesem Projekt, Lernvorhaben, in dieser Lernlandschaft, was braucht es da an verschiedensten Dingen? Ich muss mir also gewissermaßen einen Überblick verschaffen über die Dinge, die ich arrangieren muss, bis hin zu den Materialien, die ich besorgen muss und so weiter. Lerngegenstände, nicht die Kopien, die Medien oder wie auch immer, sondern Lerngegenstände sind in diesem Fall die Inhalte. Und zwar in der Weise, dass ich überlege, welche Inhalte sind meines Erachtens elementar und sollten minimal von allen, allen am Lehr-Lern-Prozess erarbeitet werden. Dass ich auch ein Spektrum habe zwischen dem, was ich erwarten kann für diejenigen, die so stark sind und diejenigen, die stärker sind, auch im Blick auf das, was sie dort an Wissen erwerben können. Ein weiterer Gesichtspunkt, eine weitere Sehhilfe für diesen didaktischen Perspektivenwechsel ist die Frage nach den Lernwegen, die ich für die Schülerinnen und Schüler vorbereite. Ich hatte ja im ersten Teil gibt das Bild der Lernlandschaft, der Lernreise, auf die ich mich begebe. Und in dieser Lernreise, in dieser Lernlandschaft gibt es ja verschiedene Ausflüge. Werk mittendrin, für das ich stehe und das später auch nochmal zur Sprache kommen wird, ist ja auch so konzipiert, dass es dort Ausflüge gibt in diesen Lernlandschaften und Schülerinnen und Schüler gehen unterschiedliche Wege. Wie gesagt, der eine gerne auf den Berg, der andere mehr an das Wasser, ein dritter in den Wald, ein vierter in die Stadt, um jeweils zu lernen. Wenn Sie eine Kreuzfahrt machen und auch eine an eine Insel kommen und einen Landgang machen, dann werden die einen auf der Insel die Seite, die andere jene Seite sich anschauen. Und nicht alle sind auf Kreta, ich nenne mal dieses Beispiel, für die Tempelanlagen zu haben. Die suchen das Wasser und gehen lieber an den Strand, machen auf ihre Weise aber auch Erfahrungen mit dieser kretischen Kultur. Lernaufgaben sind meines Erachtens ein sehr entscheidender Schlüssel für die Frage danach, wie kompetenzorientiert unterrichtet werden kann. Schülerinnen und Schüler brauchen möglichst ausgefeilte und qualitativ anspruchsvolle Lernaufgaben, die ihnen einerseits anhand von klaren Operatoren, also Verben, die sagen, was sie tun sollen, anzeigen, worin ihre Aufgaben bestehen, andererseits aber auch eben deutlich machen, welche Möglichkeiten Sie dazu haben. Also dass zum Beispiel gleichzeitig mit einer Lernaufgabe immer auch verbunden ist, schau dich da und da um oder dort und dort und geh diesen Schritt, geh jenen Schritt oder probiere diesen Schritt aus, probiere jenen Schritt aus. Also möglichst präzise beschreiben, möglichst differenziert angeben, auch vielleicht sogar komplex benennen, was von den Schülerinnen und Schülern erwartet wird. Lernoptionen meint, ein wenig ähnlich zu dem, was Lernwege schon sagte, Schülerinnen und Schüler sind verschieden. Sie kennen vielleicht von der Aktion Mensch den Slogan, es ist normal, verschieden zu sein. Und das ist ja mittlerweile im bundesdeutschen Sprachraum auch sehr stark im kulturellen, im Kultusbereich gewürdigt wird, das Konzept setzt ja Schülerinnen und Schüler eben unterschiedlich sind und dass diese Unterschiedlichkeit kein Defizit ist, sondern eine Ressource. Und das gilt es auch ernst zu nehmen in der Vorbereitung kompetenzorientierten Unterricht, nämlich starken Schülerinnen und Schülern ebenso wie schwachen verschiedenste Optionen anzubieten. Das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Das wird deutlich, wenn man sich praktische Modelle anschaut. John Hattie hat darauf hingewiesen, in seinem Buch Visible Learning, Lernen sichtbar machen, dass
ganz entscheidend für den Lernerfolg eine gute, fest etablierte Feedback-Kultur entscheidend ist, also eine große Rolle spielt. Ich will sagen, mir kommt es darauf an, im Religionsunterricht mit den Schülerinnen und Schülern eine Kultur zu prägen, in der ein offenes Wort möglich ist. Ich selbst habe schon viele Versuche die letzten 10 Jahre unternommen, auch mit empirischen Verfahren, auch mit Vergleicharbeiten etc. pp. Ich halte diesen Weg für nicht ganz so glücklich. Viel wichtiger scheint mir innerhalb des Religionsunterrichtes, das mehr ansetzt bei der kommunikativen Validierung. Ich will sagen, eine Gesprächssituation, in der Schülerinnen und Schüler, wie sie den sich selber vergewissern, welche Lernwege sie gegangen sind und was sie tatsächlich gelernt haben, und dass wir gemeinsam danach schauen, Mechanismen vielleicht zu optimieren sind oder an welchen Stellen das ein oder andere verändert werden kann. Also das Konzept einer Tech-Kultur, das auf einer sehr niederschwelligen Ebene angesiedelt ist. Und dann natürlich muss ich bei der Vorbereitung und natürlich auch Durchführung mich vergewissern, welche Lernquellen es gibt, also was den Schülerinnen und Schülern zur Hand ist, damit sie tatsächlich gut. Wir sehen also 10 Aspekte, die, und ich betone es noch einmal, unterschiedlich akzentuiert werden können, je nachdem, wie die Lernsituation tatsächlich ist. Bitte verstehen Sie es nicht als ein striktes, konsekutives Modell, das wäre ein Missverständnis. Ich denke, an dieser Stelle wäre eine Zäsur möglich, bevor wir dann gleich in den praktischen Teil gehen. Ja, gerne. Ich habe diesen Begriff der Struktur im Zusammenhang mit den Einsichten der Lernforschung ins Spiel gebracht. Vielleicht auch deswegen, weil, das werden Sie gleich noch sehen, oder das ist vielleicht auch ja, ich liefere geworden, noch die Frage von der Herrn Kirsten nach. Das war sinngemäß so, was ist der Unterschied zwischen der Struktur des Lernens und Unterrichtsstrukturen? Geht es hier nur um die Methode, die dann für jeden Schüler einzigartig ist? Ich nehme das einfach zum Anlass gleich weiter. Also Unterschiedsstruktur des Lernens. Auch noch Raum geben. Sehen wir hier zwei Bereiche. Einmal geht es im unteren Bereich, der jetzt grün markiert ist, um die Öffnung von Unterricht und Selbstorganisation. Und im oberen Bereich ist bereits die Rede von offenem Unterricht und Selbstbestimmung. Und Sie sehen, es ist in gewisser Weise eine Stufe zu oben links die Sonne, die da strahlt. Die macht das deutlich. Thorsten Wohl hat das in einer sehr eindrücklichen Zusammenschau von Modellen des hat als Ergebnis so zusammengestellt, dass das geht von organisatorischer Dimension über methodische Dimension inhaltlich bis hin zu politisch partizipativ. Mir scheint, dass der Begriff der Struktur genau hier angesiedelt ist. Ich denke nämlich, dass es wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler zwar in einem offenen Unterricht sich bewegen und auch die Freiheit selbstbestimmt zu entscheiden, welche Lernwege sie gehen und wie sie lernen,
das aber gleichzeitig nicht aufgelöst wird, sondern dass es eine Struktur braucht, die für Sie eine Orientierung bietet. Das ist ein dynamischer Prozess. Vermutlich wird es so sein wie bei mir. Ich habe hier mal den Bereich markiert, den ich für mich identifiziere, wenn ich meinen Unterricht anschaue in den 6 Gruppen, die ich in diesem Schuljahr unterrichte. 7 Lerngruppen habe ich gerade von der 5. Klasse bis zur Kursstufe, zweite Kursstufe, also die Abitursklasse, die im Frühjahr Abitur macht. Da gibt es unterschiedliche Fähigkeiten, mit dem Konzept der Öffnung des Unterrichts umzugehen. Es gibt Klassen, da geht das sehr gut. Das können auch große Klassen sein, das können auch kleine, also niedrige, die können hervorragend so arbeiten. Und es gibt Klassen, da geht es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Entweder weil es nicht eingespielt ist oder weil es Störungen gibt oder von der persönlichen Entwicklung her noch weit sind. Und da danach zu schauen, dass es eine Struktur gibt, die Ihnen hilft, in diese Situation hineinzukommen. Das scheint, das möchte ich mit dem Begriff der Struktur als bedeutsam für das Lernen verstanden haben. Okay, einige Teilnehmer agieren schon nach den Praxisbeispielen. Ich möchte trotzdem noch mal Raum für Fragen geben. Möchte sich jemand kurz dazuschalten? Das ist mal die erste Frage. Sonst habe ich mir ein paar Stichworte aufgeschrieben aus dem Chat. Okay, dann schaue ich mal. Ja. Eine Frage war von Andreas Zimmer, wie kann man an Haltungen arbeiten? So als Stichwort in die Runde geworfen. Meinen Sie da eher so diese Fähigkeit der Schüler, sich selbstreflexiv zu verhalten und ihre Haltungen zu hinterfragen? Weil auch ein Einwurf war, Haltungen an Haltungen arbeiten, das klingt ja eher gefährlich.
Danke. Wir müssen schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Das bringt mich zu einem Stichwort. Wie lange braucht denn die Unterrichtsvorbereitung? Ja, weil so ein Einwurf war, das ist auch ein ziemlich kompliziertes System mit diesen vielen Punkten. Ja.
den folgenden Aspekten arbeiten wollten. Lebensrückblick, Jugendwahn, Aktion 72 Stunden. Das war gerade aktuell zu dem Zeitpunkt. Da haben zwei gesagt, das ist gerade unser Thema. Das haben wir auch selber engagiert. Das passt. Das haben also die eingetragen. Dann alles hat seine Zeit. Das ist ein Thema, was vom Unterrichtswerk her vorgestellt wurde. Da war auch eine spezielle, wo es darum ging, das Alter zu simulieren. Das wird gleich noch deutlich werden, was damit gemeint ist. Ein Thema haben sich, einige Schüler haben sich ausgesucht, was heißt es in Würde, im Alter. Brauchst du davor? Was willst du eigentlich? Kannst du das am besten machen? Das sind Fragen, die unmittelbar daran anschließen, diese Problemstellung zu lösen. Eine Anforderungssituation, die auch deswegen nochmal für diese Schülerinnen und Schüler, dieses Modul Sequenz ja stattgefunden hat, von Bedeutung war, weil sie selber zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 ein Sozialpraktikum gemacht haben, eben tatsächlich auch, und auch in einigen Einrichtungen des Alters für Menschen im Alter waren, und weil sie selbst auch erlebt haben, wie ihnen in der 8. Klasse vorgestellt wurde, was es bedeutet, ein Sozialpraktikum. Hier eine vielfältige Verzahnung durch diese Anforderungen. Klammer auf, manche Anforderungssituationen sind bisweilen etwas, aber das macht nichts. Schülerinnen und Schülern ist klar, und es sollte uns als Lehrerinnen und Lehrern auch klar sein, dass Schule immer eine Laborsituation ist und dass es immer darum geht, Situationen zu schaffen in einem geschützten Rahmen, in dem Optionen. Klammer zu. Die zweite Doppelstunde sah nun so aus, dass, das wird sich vielleicht verwundern, am Anfang ein Abschnitt auf P gespielt wurde. Es war ein Schüler, der kam auf mich zu am Ende von Modul 1 und sagte, Michael, da ist doch dieser Spiel, den können wir doch mal in Rallye anschauen. Das hatte nun zunächst mit dem Unterricht überhaupt nichts zu tun. Ich habe selbst privat den Film angeschaut und habe gesehen, dass die erste Sequenz nach 20 Minuten mit einer fantastischen Situation schließt. Der Protagonist im Film den Blick nach von zurück, wo er Indien verlässt, den Blick nach vorne richtet. Und diese Perspektive, das Leben als Jugend und das Leben als Alter oder als Mensch, der auf das Alter zugeht oder als Mensch, der erwachsen wird. Diese Perspektive bot sich für mich an dieser Stelle an. Auch daran etwas gearbeitet. Und dann war freie Zeit der Bearbeitung in den Teams zu den gewählten thematischen Aspekten. Mit dem Material ist durch das Unterrichtswerk, das können Sie da nachlesen,
beziehungsweise mit dem, was Schülerinnen und Schüler selbst schon von der ersten Stunde her an eigenen Ideen entwickelt haben. Es folgen dann auch noch Verabredungen, bis zum Zustand der eigenen Arbeit zu geben, damit auch klar wird, man bleibt auf der metakognitiven Ebene miteinander in Kontakt und schaut, wo stehst du gerade und was braucht ihr. Im dritten Modul kam dann zu Beginn ein Bericht aus den Teams zum Stand der Arbeitsprozesse. Kurze Informationen, was läuft nicht, wo gibt es Haken, wo gibt es Ösen, wer kann helfen, wer hat Ideen, gemeinsam draufschauen. Das ist ein sehr kommunikatives Geschehen. Da wird man vermutlich auch oft feststellen, dass es nicht so glatt läuft, weil so ein freies Arbeiten Schülerinnen und Schüler bisweilen auch überfordert. Da ist es auch meine Aufgabe, Ihnen an der Stelle ganz konkrete Hilfestellung zu geben, beziehungsweise auch nach Wegen oder nach Lösungen zu schauen, wie es weitergehen kann. Wobei mir wichtig ist, dass ich diese Lösungen nicht oktroyiere, sondern dass Schülerinnen und Schüler sich verhalten können und selber entscheiden können, ja, ich gehe in meinem Prozess jetzt diesen Weg. Dann wieder die Fortbildung, Führung der individuellen Arbeit im Team. Und es gab dann noch ein Aspekt. Sie kennen es vielleicht, es gibt ja diese Idee der Lebensalterstufen. Es gibt sie ja auch in der Entwicklungspsychologie, zum Beispiel die verschiedenen Stufen der Entwicklung. Das Modell hat ja Grenzen, es hat seine Stärken. Schülerinnen und Schüler bekommen hier eine sehr realistische oder sehr, ich sage mal, visuell erfahrbare, zugängliche, das, was das Leben, auch das Blick, auch auf das Alter, die Jahresringe, Lebenslinien, etwas Konkretes vorgestellt. Und wir haben daran gearbeitet, auch was hier auf diesen Grafiken erkennbar sind. Kommentiert, damit der jeweiligen Altersstufe kommentiert wird. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass ich in allen drei Modulen einen Inhalt habe. Ich möchte ihn mal so begründen, dass ich sage, erinnern Sie sich bitte an das Bild von der Reise, von der Lernreise, von der Kreuzfahrt. Wenn Sie gemeinsam unterwegs sind, ausschwärmen in unterschiedliche Richtungen, dann werden Sie auch dann und wann sich verabreden und sagen, in die Kirche oder auf den Markt oder in das Restaurant gehen wir gemeinsam. Dieses Motiv habe ich aufgenommen in das Konzept, in dem ich sage, es braucht auch in offenen Unterrichtskursen, wenn ich Leuchttürme sagen, aber gewisse Ankerpunkte, an denen an einem Gegenstand wird. Sie erinnern sich an die Lerngegenstände, die ich im Kurs benannte, und an die minimalen Erwartungen oder Anforderungen oder eben die minimalen Inhalte, die ich benannt habe. Die kann ich an der Stelle sichern. Nicht ausschließlich, aber zumindest erkennbar, ja, das sind Aspekte, die ich dann einbringe. Auch für alle bedeutsam sind, oder? Die Verabredung war für die Präsentation der Ergebnisse, die jetzt dann in den nächsten Stunden 4 bis 6 folgen sollte. Pro Doppelstunde werden je 2 bis 3 Teams ihre Ergebnisse vorstellen. Vorbereitet hatten die Schülerinnen und Schüler videografische Interviews mit Passanten oder mit alten Menschen. Ein Schüler, Fabrizio, hat seine Großmutter interviewt und hat das aufgenommen, sie war einverstanden. Ich habe das allerdings jetzt nicht vorbereitet für sie, weil ich da seine Erlaubnis nicht eingezogen habe. Sehr eindrücklich, wie es ihr geht, welche Einschränkungen sie im Alter hat. Das war ganz fantastisch. Andere Schüler haben Passanten auf der Straße befragt, wie sie das Alter erleben, welchen Gewinn sie erleben. Dann haben Schülerinnen und Schüler den Alterssimulator ausprobiert. Dazu zeige ich Ihnen gleich 2 Bilder. Das haben Sie mit einem Video dokumentiert und Plakate
also PowerPoint-Folien und auch Plakate. Eines davon werden Sie gleich sehen. Das zum Beispiel ist ein Plakat, vorgestellt haben, die sich mit Lebensformen im Alter beschäftigt haben. Sie sind umeinander gegangen, haben Fotos gemacht von Menschen aus Einrichtungen, die sie besucht haben. Sie haben geguckt und haben dann das der Klasse präsentiert und haben vermerkt. Und dann gab es, wie gerade beschrieben, einen der Lerngruppe dazu. Das war gewissermaßen das, was in Modulen 4 bis 6 stattgefunden hat. Die Teams stellen ihre Ergebnisse vor. Die Lerngruppe gibt ein ausführliches Feedback und reflektiert die Lernwege und die thematischen Aspekte. Also es geht auch nochmal dann darum, dass das, was die Schülerinnen und Schüler einander vorstellen, nicht einfach nur zur Kenntnis genommen wird, sondern auch bearbeitet wird. Deswegen 90 Minuten, 2 bis 3 Teams, das ist schon ein bisschen knapp. Manchmal hat es auch nicht so geklappt, sodass wir da auch nur 2 Teams bearbeiten konnten. Dann gab es noch am Ende, auf der Basis einer Reflexionsseite, einige Leitfragen. Am 3, die Seite 162, eine sehr individuelle Reflexion auf das, was wir bearbeitet haben. Der gerade schon benannte Alterssimulator sah so aus, ganz deutlich, ein Schüler hier, der gerade schon benannte Fabrizio hat das auf seine Weise gemacht. Wir sehen hier aus dem Keller unseres Schulgebäudes und aus dem Schulhof 2 Aufnahmen. Alterssimulator sich eingepackt, sodass die Einschränkungen des Alters nachvollziehbar sind. Watte in die Ohren, schlechte Sicht durch eine schlechte Brille oder aber durch die Hände, die sie sich hier in die sie sich begeben haben, das Treppensteigen, der mühsamer, das Gehen, das Straßenüberqueren und so weiter, alles das wird simuliert und wird sehr eindrücklich. So viel dazu. Bevor ich den letzten Teil münde, biete ich an, dass wir jetzt noch eine kurze Aussprache zu dem Gesagten vorgestellten haben. Herr Michael, vielleicht, wir diskutieren das gerade im Chat, ich weiß nicht, Sie werden das wahrscheinlich nicht sehen, weil es läuft so schnell durch. Okay, alles klar, ich gehe ein bisschen zurück. Die Frage ist, das, was Sie vorgestellt haben, ist das eigentlich noch katholischer Religionsunterricht? Also wo kommt das Profil raus? Ja. Ich meine, das ist natürlich... Pardon? Ich wollte da nur sagen zum Hintergrund, ich selber bin evangelisch und wir diskutieren das immer vor der Frage, was das evangelische Profil, also die Frage nach Rechtfertigung oder so, in Abgrenzung zu Ethik. Ich finde das total spannend, was Sie dort vorstellen, was Sie zeigen. Frag mich trotzdem, wenn ich katholischer Schüler bin oder wenn meine Eltern wollen, dass ich ihren Unterricht besuche, woran merke ich jetzt, dass das katholisch ist? Ja, die Frage ist berechtigt. Sie ist berechtigt. In jeder Weise, jetzt nicht nur im Blick auf das, sondern generell natürlich. Katholisch ist der Unterricht in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind ein Großteil der Schülerinnen und Schüler katholisch, zum anderen ist der Bildungsplan katholisch und zum dritten bin ich es. Aber das hilft jetzt zunächst noch nicht weiter. Dieses Thema ist im Bildungsplan vorgesehen, keine Frage. Aber auch hier wird an der Stelle das ja offensichtlich für Sie auch nicht so unmittelbar ersichtlich. Ich möchte es mal so beantworten. Schülerinnen und Schüler erleben einen Lehrer ja nicht nur oder einen Unterricht ja nicht nur in 90 Minuten an einem Donnerstag in der 5. und 6. Stunde, sondern sie erleben den Unterricht als Ganzes. Sie wissen sehr wohl,
dass Michalke Leicht auch steht für ein Meditationsprojekt. Michalke Leicht steht auch für Gottesdienste, die es in der Schule gibt. Es steht auch für bibeltheologische Themen, die es in allen Klassenstufen gibt. Das alles ist ein Teil des gesamten Unterrichtskonzeptes. Natürlich können Sie mir jetzt jedenfalls vorhalten, dass Sie sagen, jetzt haben Sie hier ein Bonbon herausgesucht, wo es vielleicht einfacher ist, aber auch die anderen Modelle. Ich habe das jetzt gerade gewählt, weil das aktuell war am Ende des letzten Schuljahres, das ich dokumentiert habe. Die anderen Modelle, die ich dokumentiert habe, zum Beispiel ein Bibelhandbuch in der Jahrgangsstufe 10, das ich in dem Buch, das ich gerade zitiert habe, von Klaus-Peter Sayab dokumentiert habe, das finden Sie dort. Das ist ein explizit bibeltheologisches Thema. Auch das ist für die Schülerinnen und Schüler im Blick. Ich warne ein bisschen davor, die Konfessionalität an, entschuldigen Sie, wenn ich es so formuliere, oberflächlichen Kriterien festzumachen. Ich sage jetzt mal etwas holzschnittartig, kommt da der Papst vor oder sind die Katholiker benannt oder das ist meines Erachtens für Schülerinnen und Schüler nicht tauglich. Ergänzend möchte ich erwähnen oder noch sagen, die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich zu tun habe, die sind zwar im katholischen Religionsunterricht auch deswegen, weil sie getauft sind, aber ihre katholische Identität, die erstreckt sich oder die erschöpft sich meistens darin, dass sie wissen, welche Kirche in ihrem Quartier steht und welche davon oder welche Kirchen in ihrem Quartier stehen und welche davon evangelisch oder katholisch ist. Wir sagen, die Bedeutsamkeit, um auch mal dieses Wort wieder zu wählen, der konfessionellen Identität ist für die Schülerinnen und Schüler nachrangig. Vielleicht sogar noch mehr als nachrangig oder noch weniger als nachrangig. Und in diesem Sinne ist es nicht mein Job, Ihnen an der Stelle Nachhilfeunterricht in Konfessionalität zu geben. Gleichwohl, ich halte es für sehr entscheidend, dass Schülerinnen und Schüler wissen, Michalke Leicht steht für katholischen Religionsunterricht und er ist auch erkennbar. In der Einzelstunde oder in der Einzellernsequenz kann sich das durchaus auch verschieben. Hilft Ihnen das? Naja, das ist, ob mir das hilft, ich weiß nicht so genau. Ich gehe jetzt ein bisschen zurück wieder. Ich habe es ein bisschen wie eine Mogelpackung gehört. Also klar verstanden habe ich die Sache mit ihrer Person. Und ich habe sie verstanden vor dem, dass Schule mehr ist als Unterricht. Also auch, dass da Gottesdienste dazugehören und Schulandachten und solche Sachen. Das verstehe ich alle. Aber wissen Sie, ich komme aus so einer Gegend in Deutschland, wo man überhaupt, wenn man Christ ist, in der Minderheit ist. Und da frage ich mich schon, was tragen wir ein als klares religiöses Profil oder konfessionelles Profil, egal ob katholisch, evangelisch. Das ist eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Ich wollte jetzt mal von einem Katholiken hören, wie er das macht. Und ich kann es im Unterricht selber eben in dem, was ich jetzt gesehen habe, nicht wirklich klar erkennen. Das würde für mich gut als evangelisch durchgehen. Ja, perfekt, ja. Wunderbar. Also ich sage mal so, der Unterricht ist auch in der ökumenischen Offenheit gestrickt. Gleichwohl, also ich habe einen evangelischen Kollegen, mit dem ich sehr engagiert zusammenarbeite, der auch profiliert evangelischer Pfarrer in der Schule ist. Das ist gar kein Thema. Ich sage es mal so, wenn das für mich ein stärkeres Thema wäre, an dieser Stelle, andernorts ist es das, aber an dieser Stelle, dann hätte ich das auch stärker eingetragen. Also das Thema Projekt Jahresringe, da würde ich sagen, das kann ich jetzt gar nicht so sehr konfessionell identifizieren oder qualifizieren. Natürlich sind die Schülerinnen und Schüler auch aufgrund ihrer Praktikumserfahrung in das ein oder andere konfessionell geführte, in die ein oder andere konfessionell geführte Einrichtung, Kindergarten, Behindertenwohnheim oder Altenpflegeheim gegangen. Das ist auch ein Kontext, in dem sie das Ganze abspielt. Aber das ist von mir nicht unbedingt intendiert. Wenn ich hier eine stärkere konfessionelle Prägung hätte haben wollen, hätte ich sie an den Stellen stark machen können, die ich in dem gerade beschriebenen, an diesen Ankerpunkten, die ich beschrieben habe, da hätte ich das ja eintragen können. Ja, also Alter in der Bibel zum Beispiel wäre ja ein Thema, wäre denkbar. Oder, sag ich mal, von den Stellungnahmen der Deutschen Bischofskonferenz im Blick auf
Würde des Alters. Die Frage, ob das für Neunklässler angesagt ist, ich glaube nicht. Das ist für die, das kann man vielleicht mal in der Kursstufe zum Thema Kirche machen, aber hier in der 9. Klasse halte ich das nicht für sinnvoll. Ich nehme trotzdem für mich in Anspruch, auch wenn es prima vista nicht so erkennbar ist, dass das katholischer Unterricht ist, auch an diesem Thema. Das ist für mich eine Meta-Situation. Also die Kontexte, die ich beschrieben habe, qualifizieren den Unterricht. Die einzelne Thematik ist in diesem Licht gesehen, so zu deuten. Das ist meine Lesart. Ich danke Ihnen sehr und ich stelle gerade fest, dass mir die Muslime in dieser Runde hier total fehlen. Das ist doch eine Christ, das ist doch ein christlicher Laden. Das ist doch keine Sache zu Religion. Das heißt Open Rally und eigentlich fehlen uns die Muslime. Kollegen, da müssen wir nachbessern. Ja. Würde ich jetzt sagen. Echt. Der Herr Lohrer war, ist ja auch im Bunde heute Abend, der war ja auf dieser Tagung in Münster dabei, wo Herr Mohammed Khorshide als Religionspädagoge in Münster dabei war, wo wir über interreligiöse oder interreligiöses Gespräch im Blick auf Religionspädagogik gemeinsam gesprochen haben. Herr Khorshide kommt übernächste Woche hier nach Freiburg und stellt sein neues Buch vor. Also ich denke, die Dinge wachsen langsam. Ich habe übrigens zwei Muslime in meiner jetzigen Kursstufe 2, also die machen Abitur. Einer davon wird auch in katholischer Religion Abitur machen, Fahad. Der ist sehr observant, er betet auch in der Schule. Dann ist noch Ömer da. Ömer ist, also Fahad ist aus Ägypten stammend. Und Ömer ist aus der Türkei stammend. Beide sind hier geboren, aber das ist der Kontext, in dem sie leben. Ömer ist ein sehr laizistischer Muslim, der sehr lax ist, was so die Lebenspraxis angeht. Aber für den sind, während also der Fahad da schon deutlich das einträgt. Und beide sind ein Gewinn für den katholischen Rallye-Unterricht, weil die nämlich fragen, was meint ihr eigentlich, was glaubt denn ihr? Genau. Genau, also ich würde es jetzt wirklich kurz fassen, denn das, was jetzt noch kommt, ist gewissermaßen eine etwas gewendete Perspektive auf die theoretische Darstellung, die ich Ihnen am Anfang gebracht habe.
Blog dann zur Verfügung stellen und die Kolleginnen und Kollegen können das nochmal nachschauen. Sonst möchte ich nochmal darauf verweisen, es gibt nochmal eine Gelegenheit, Herrn Michalke Leicht live zu erleben, nämlich am 5. November, wo er seine Schulbücher vorstellen wird. Und ich glaube, bei der Expertenrunde haben Sie auch gesagt, könnten Sie dabei sein. Also es gibt dann, genau, es gibt also noch Gelegenheit, vielleicht dann Fragen, die heute dann noch zu kurz gekommen sind, weil wir schon auf die Zeit schauen mussten, dann auch noch einzubringen. Und ich freue mich natürlich schon riesig auf die Blogbeiträge und Mails, die wir bekommen werden. Ich habe das Gefühl, hier wurde einiges angestoßen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden jetzt offiziell Schluss machen, aber ich kann den Seminarraum dann auch offen lassen und den Chat weiterlaufen lassen. Ich bedanke mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich und wünsche einen guten, schönen Abend. Und zum Abschluss spiele ich nochmal unser Jingle rein, wenn ich es finde. Moment. Okay. Okay. So. Jetzt muss ich nur noch das Ding freigeben. So. Irgendwie habe ich es verloren. Und ich lade ein zur Aftershow. Wir machen noch einen Video-Hangout im Hangout. Wer Lust hat, schaut noch rein in die Aftershow eine halbe Stunde.